Hier an diesem Standort haben wir 400 mm Regen pro Jahr und sandige Böden. Seit dem Jahre 2017 haben wir mit Wetterextremen zu kämpfen. Dürreperioden, Trockenzeiten, Starkregen. Das bedeutet für uns Lösungen finden. Dann haben wir begonnen, Wasserrückhaltebecken zu bauen. Durch Wasserrückhaltebecken können wir den Niederschlag zurückhalten. Das Regenwasser wird durch die Bodenschichten gefiltert, bevor es ins Grundwasser kommt. Das Niederschlagswasser kann über einen längeren Zeitraum gespeichert werden und ist gezielt in Trockenperioden einzusetzen in der Landwirtschaft oder eben auch in andere Naturräume, die es brauchen.